Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gothic 2 Bodyguards El Hiver mit der D3D11 Grafikmod. Ja! Yeah. Wir sind zuletzt stehen geblieben bei Xardas altem Turm, wie wir hier sehen können. Der liegt im Wasser, der liegt halb in Schutt. Den möchten wir gleich mal unter die Lupe nehmen. In der letzten Folge haben wir ein Schöfferlager entdeckt. Da konnten wir uns Informationen holen, wie viele Erzbrocken gefarmt wurden. Was nicht viele waren. Dann sind wir zum zweiten Lager. Da waren Minecrawler, haben alle umgebracht. Aber wie wir hörten, hat Diego sich absetzen können mit einer kleinen Truppe Paladine. Dieses Lager werden wir danach in Anspruch nehmen und dann doch das dritte Lager natürlich überprüfen. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Legen wir einfach mal los. Und zwar sind wir denn hier einmal mit einem satten Kopfsprung im Wasser, denke ich mal. Oder einen Fußsprung, wie man gerade gesehen hatte. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ich habe aber keinen Aufnahme-Countdown. 13.04, okay. Bis 13.35 machen wir ungefähr. So, gucken wir uns mal an, was hier zu finden ist. Meines Wissens, ach ja, wir können ja laufen. Oh, haben wir hier auch noch Gegner, krass. Stufenaufstieg! Meines Wissens müssen wir da reintauchen, aber ich kann mich auch irren. Er hat mich erwischt, obwohl ich so schnell reagiert habe. Du kleines, niederes Viech. Du, wenn du mich noch einmal berührst, dann ist hier Schluss. Ach ja, kannst du ja nicht mehr. Oh, ist das schön. Nee, man kommt von hier aus nicht da rein. Das finde ich auch tatsächlich sehr cool gemacht vom Spiel, dass das so gemacht ist. Also, dass man da nicht reinkommt. Also, dass man hier ein Rätsel quasi lösen muss, quasi Modo, um zu verstehen, oder um in den Turm zu kommen und das Ding auch zu untersuchen. Ich glaube nämlich, das war hier irgendwo oder auch doch auf der anderen Seite. Wir schwimmen einfach schnell. Vielleicht auch die Seite, weil da auch eine höhere Klippe ist. Wahrscheinlich muss man auf der... Da lief gerade mein Nachbar im Garten rum. Vielleicht muss man auf der Seite reinluschern. Ich weiß, dass hier irgendwo ein kleiner Eingang ist. Oder doch nicht? Ist die Wasserspiegelung so scheiße? Müssen wir vielleicht doch so durchtauchen, um zu sehen, was los ist? Schnell tauchen kann man nicht. Das ist schade. Das wäre jetzt noch der Traum gewesen. Man kann nicht alles haben. Oder ist in der Baustelle vielleicht irgendwas? Ist hier vielleicht irgendwo... Oh Gott, wie kommt man denn da nochmal rein? Fisch habe ich übersehen. Da! Oh nee, man muss nicht mehr tauchen. What the fuck? Verwandlung Varan? Ein paar Dietriche wären hilfreich. Wir haben nicht so viele Dietriche. Das weißt du doch. Links, rechts. Ja, relativ standardmäßig der Loot. Aber eigentlich konnte man hier immer tauchen. Haben sie es so abgeändert, dass man da nicht mal rein kann? Haben die Mod-Ersteller tatsächlich das Spiel verschlechtert? Haben sie das getan? Wagen sie es? Oh, da vorne ist... irgendwie eine Burg oder irgendwas. Und da vorne sind auch noch Wasserfälle. Die würde ich halt eigentlich auch gerne mal überprüfen. Wir prüfen mal die Wasserfälle. Na, diese schöne Animation, lässt sie uns einen Blick dahinter zu? Tatsächlich. Aber hier ist nichts. Wie schade. Ist hier beim anderen Wasserfall vielleicht irgendwas? Sieht auch nicht so aus. Schade. Na gut, dann wollen wir mal hier rechts an Land gehen. Wir kamen ja von hier und wir werden dann
da an Land gehen, weil da diese Festung war. Mal gucken, was da so ist. Kommt hier nicht rauf. Das ist schon wieder eine Scheiße. Aber da! Da ist eine Höhle! Eine Höhle! Wir müssen diese Höhle untersuchen. Lauf, Kleiner! Kleiner, hm. So, mal kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Oh! Aber kein Problem, aber kein Problem. Denn ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend. Gut! Wieder ins Wasser, schnell! Kriegen wir die alle tot? Ich glaube, so viele Waage kriegen wir nicht tot. Vielleicht können wir einmal safen. Yippie. Hupala, was hat er denn? Er freut sich. Naja, vielleicht kommen wir ja irgendwie drumherum, dass die uns sehen. Wir sind ja jetzt gerade sehr offensiv rein. Oh, shit, ey. Ich würde die Höhle halt gern untersuchen. Kriegen wir die vielleicht rangelockt, dass wir die einzeln... Oh! Alles klar. Alter. Können wir ihn hier vielleicht ausnocken? Komm her, du Arsch. Hier, hier ist mein Land. Okay, ich häng fest. Hallo? Hallo? Ah! Oh. Ja, wir können nichts machen. Ich muss leider neu laden. Und wieder einmal war ich froh über einen Safe. Dieser Safe hat uns viel Zeitverlust erspart. Dass auch immer alle kommen müssen, das ist so ätzend. Oh, es war so schön. Das war so weh und es war so knapp. Oh, es ist sau schwer, Mann. Wie machen wir das denn? Oder wir beschwören uns einfach irgendwie ein Skelett oder so. Das lohnt sich ja schon. Also ich will halt echt unbedingt in diese scheiß Höhle reingucken. Und wir haben ja auch eine Skelettbeschwören-Rolle. Vielleicht gönnen wir uns die echt einfach mal. Oder Goblin-Skelette? Aber wir haben auch ein Skelett, glaube ich, irgendwo. Oder wir verwandeln uns in einen Feuerwaran. Komm, aus Gag mal, oder? Krass, wie stark sind die Viecher denn? Oh, die sind ja sau stark. Sind halt 5 Waage oder so, ne? Die hauen halt extrem rein. Vielleicht machen wir einfach Gewitter oder sowas? Reicht das vielleicht? Einmal so ein schönes Gewitter reinballern? Ja, und dann ist man auch gleich tot. Oh, ich bin fast tot, Alter. Sind da noch mehr? Waren das nur 3? 3 Stück waren das nur? Die waren so stark. Aber wir sind durchgekommen, Leute. Boah, was war das, ey? Was für eine Was ein Aufriss, einfach nur um hier vorbeizukommen. Aber ein Safe Spot sollte, ja, sollte erlaubt sein. Jetzt hängt er da im Ast fest. Ich fasse es nicht. So. Na, was für Goblins höre ich da?
kleiner Normalo. Hi. Oh, seinen großen Bruder hat er auch dabei. Komm weg da! Aus dem Weg! Oh, diese Goblin-Banditen sind immer wieder heftig. Mein Gott. Haben die schwarzen Goblins nicht normalerweise Knüppel? Die haben hier irgendwie plötzlich rostige Schwerter. Das ist doch, glaube ich, immer für Goblin-Krieger eigentlich so eine Waffe. Und was ist das hier? Komm! Oh, ich bin so konzentriert, ich bin so still. Ich bin so still gegen diese Viecher. Was hält er denn alles aus, Mann? Jetzt stirb doch endlich auf zu parieren. Du ätzendes Viech. Mein Gott, ich will hier einfach nur vorbei. Ich will einfach nur mal in euer Zuhause reinluschern hier. Warum macht ihr denn da so ein Theater draus? Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Puh, was soll ich sagen? Es ist schon kind of enttäuschend. Bevor wir jetzt hier gleich drauf gehen, hauen wir uns nochmal ein Stückchen Fleisch in den Nacken. Auf euch, meine lieben Herren. Und hier, ein Schluck Kaffee sollte auch erlaubt sein. Der ist schon ganz kalt. Vor lauter Rumgeschwimme hier und Shift-Taste drücken. Ach, das ist ein Rundhöhlensystem. Man kennt sie. Das sind diese hochwertigsten Höhlensysteme, die es gibt im Spiel. Wo kommt man denn hin, wenn man jetzt hier hochklettert? Anstatt Alt drücke ich die Windows-Taste. Macht man immer so. Oh! Oh! Oh Gott! Gott sei Dank ist der Felsen hier. Alter, ich hab Schiss. Wir brauchen eine andere Waffe. Wir brauchen eine andere Waffe, auf jeden Fall. Ach, scheiße. Es ist mir eben noch eingefallen. Er ist ein Sack, ne? Er ist ein Sack. Das Safe, das speichern wir, laden wir neu. Ich hatte nämlich vergessen, dass er uns treffen kann, wenn wir zurückweichen. Das ist ein Vorteil, den er hat. Oh, wir haben ihn. Das sind ganz viele Echsenmenschen. Was? Wir gehen erstmal ein paar Schritte zurück, würde ich sagen. Was ist denn da? Wo sind wir hier gelandet? Wo sind wir hier gelandet? Ganz komisch. Och, jetzt lauf doch. Überall klemmst du heute fest. Was ist denn heute mit dir? So, ich will mal spaßeshalber hier vorbeilaufen. Mal wissen, was hier los ist. Hier ist nur Erz. Oh, hier sind tausend von denen. Alter, wir kennen es, diese Auskundschaftungen von mir. Tatsächlich ist das der Steinpalast, glaube ich, der, wo der Steindrache sich befindet. Ich will mal wissen, wie viel Damage die machen. Ja, sie machen gut Damage. Wie sie alle einmal reinkloppen, ey. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg zurück. Wir haben unten bei den Wagen ja noch ein bisschen was zu erledigen. Da war auf jeden Fall noch ein Bereich, den wir erkunden können. Ich glaube aber, der Bereich wird sich relativ begrenzt zeigen, denn wir haben ja eben schon grob gesehen, was uns da erwarten wird. Und zwar Echsenmenschen.
Ja, dann lass uns einfach mal zurück zu dem Turm, wo wir herkommen, herkamen oder wie auch immer. Und dann möglichst schnell zurück, dass wir die Schürferlager finden. Insbesondere das Lager von Diego. Das wird erstmal ja, die höchste Priorität darstellen. Und dann müssen wir nochmal in den Norden zu dem einen, zu dem einen Lager, was wir noch untersuchen müssen. Damit wir da dann die vollständige Informationssammlung an den Lord Garrond auch zurückbringen können. Guck mal, bei so viel Ablenkung ist doch glatt das Schwimmen auch gar nicht so schlimm. Ja, was ist das da? Waren wir das schon? Das sind Drachensnapper? Also Achso, das sind zwei. Zwei sind halt unmöglich, leider. Einer geht, zwei nicht. Was für eine krasse Gegend, ne? Ich glaube, wir sind von hier gekommen. Oder von da. Was ist denn da unten? Was ist denn das? Das Gestrüpp ist mal wieder im Weg. Es ist so dämlich. Ach, das ist die Mine. Okay, wir sind ja gar nicht so weit weg, wie ich dachte. Okay, dann gehen wir jetzt einfach nur hier runter. Das ist die Mine, wo wir die Minecrawler getötet hatten in Folge 69. Oder welche war das? Nee, falsch. Ich bin ja so weit in der Zukunft. Folge 72 war das, glaube ich. 73? 74? Ach Gott. Nee, ich glaube 77 war das sogar. Ja, hier waren wir dann, genau. Dann gehen wir hier mal einfach zurück. Wie uns beschrieben wurde, soll Diego sich ja am Turm links Richtung Burg irgendwie befinden. Das ist auch nicht so schwer zu finden. Wir gehen erstmal zurück zum Lager. Das wäre hier oben. Das ist das eine Lager, wo wir bereits alles fertig haben. Oh, es driftet er hier. Du bist heute... Was ist denn los mit dir heute? Heute willst du irgendwie... Nicht ganz so, wie ich möchte, mein lieber Hero. Hero! So, mit dieser hübschen Rüstung, Erzbaron-Rüstung, müsstest du auch einen gewissen Stand einmal zeigen, dass du auch mal gut bist, dass du stark bist und dass du auch Ehre in dir trägst, statt immer nur auszurutschen auf jedem scheiß Ort. So, hier ist dieser Turm. Ehemalige Turm oder wie auch immer. Da können wir eigentlich auch mal hochklettern. Und dann müssten wir, glaube ich, hier lang. Wir können ja mal auf die Map gucken. Ne, wir müssen links und dann rechts. In diesem kleinen Kesselchen da müsste das drin sein. Da müsste Diego sein. Wo ich natürlich schon gerne gucken will, was da ist. Was ist hier? Sind da wieder unglaublich starke Feinde, die wir nicht besiegen können. Ach nee, hier sind wir hergekommen. Glaube ich. Ja, die Welt sieht so anders aus mit D3D11-Renderer. So viel Gras auf einmal und all so ein Scheiß. Hornisse. Eieieiei. Die Viecher sind echt immer wieder ein Albtraum zu bekämpfen. Was heißt Albtraum? Das ist nicht richtig, aber... Toll sind sie nicht, das sage ich mal ganz deutlich. Denn lieber so eine Blutfliege. Achso, die kann ich ja nicht looten, stimmt ja. Eine Blutfliege nach der anderen. Und das ist die Hornisse. Aber immer diese bei den Kombinationen. Ich dachte schon, das wäre auch eine Hornisse. Ich muss hier nur zuvorkommen mit meinen Bewegungen. So einfach ist das. Panzerplatte einer Hornisse. Ob ich noch irgendwie diese komische Minecrawler-Plattenrüstung herstellen kann, das wäre halt schon geil. Noch eine Hornisse. Da ist ein Ritter.
Jetzt ist sie über mir. Das ist so dämlich. Meine Güte, ey. Haben wir noch eine hier? Ist das auch eine Hornisse? Oh, es ist auch eine Hornisse. Puh, dann komm her. Ich lass dich auf den Kampf ein, du! Es ist hier links neben mir. Alter, Scheiße. Wie sie auch teilweise einfach hochschweben. Aber die war zum Glück einfach. So, hier ist ein Ritter, ein Toter. Und da ist auch tatsächlich ein Wölfchen. Das sind die Ritter, die mit Diego gelaufen sind. Alle tot. Aber wie hat Diego es geschafft zu überleben? Wie hat er es geschafft? Diego, wie hast du es nur geschafft? Alter. Absolut krank, der Typ. Hey, ich dachte, du wärst tot. Ja, war ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinnes. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe? Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört. Wir kennen ihn. Geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Mhm. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Korinnes aufmachen. Hab da noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Alter, wir haben so viel bei ihm an Gesprächsoptionen. Wir haben auch irgendwie 19 Lernpunkte, deswegen würde ich, glaube ich, als erstes fragen. Er ist ja ein guter Kumpel von uns. Kannst du mir was beibringen? Klar, was willst du wissen? Ich glaube, er kann uns geschickt... Oh, geil. Ich würde eigentlich gerne Geschick ein bisschen hochballern. Wir haben ein so starkes Schwert mittlerweile. Das ist, glaube ich, schon okay, wenn wir auch Geschick mal hochballern. Irgendwie auf 60 zumindest. Ah ne, jetzt wird's teurer. Denn nicht. Wir haben auch einen Lernpunkt tatsächlich zu wenig, um nochmal Stärke zu erlernen. Oder wir gehen halt einfach so auf Stärke. Komm, wir gehen so auf Stärke. So, jetzt haben wir, glaube ich, 4 gelernt. Genau, 104. Wir haben halt echt, wir machen noch nicht den Damage, den wir brauchen. Ne? Die Gegner sind immer noch unheimlich stark. Aber es liegt auch so ein bisschen... Doch, obwohl der Damage geht. Wir nehmen nur so viel Schaden. Das ist das Problem. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Genau. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. Oh, er lobt uns doppelt. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Zurück zum Thema. Okay, wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Aber ich werde meinen Kopf für niemanden in die Schlinge legen. Ich bin im Auftrag von Garond unterwegs. Er muss wissen, wie viel Erz bisher geschürft wurde. Und dann gibt er dir die Beweise, die du haben willst? Hm. So sieht's aus. Also, kannst du mir was darüber erzählen? Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen. Aber dann werde ich nicht mehr da sein. Kann ich verstehen. Wenn der Typ wurde wie ein Verbrecher behandelt und direkt wieder ins Minental zurückgeworfen, obwohl er hat gar keinen Bock da gehabt. Er ist froh, dass er das überlebt hat und da rausgekommen ist nach dem Einsturz der Barriere und nimmt sie ihn wieder mit rein. Also, da wäre ich genauso vor wie er. Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvestro auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich eh vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Ehrenmann! Und das war mein Glück, denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Also Silvestro, Ehrenmann. Das hat keiner überlebt. Das ist halt echt krass. Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Oh Gott! Ich hab's ihnen gesagt, aber sie wollten nicht auf mich hören.
dass die so an Snappern sterben, ne? Aber es sind halt Ritter, die haben wahrscheinlich nie so wirklich gegen solche Monster gekämpft. Oder beziehungsweise nie ums Überleben kämpfen müssen, so wie Diego. Der hat natürlich schon sehr viel Erfahrung, dadurch, dass er in Gothic 1 einfach schon, ja, bekannterweise schon jahrelang oder ewig lange im Minental war. Wie lange eigentlich? Das müssen wir uns mal irgendwie anders mal raussuchen. Was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich ja einiges verändert. Die Orks haben mir das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals. Die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. Ja, ich muss kurz einmal die Umgebung bewerten. Die grafische Qualität dieses Baumstammes mit der Axt, dem Schinken, dem Bier und dem Brot drauf. Alter, was ist das denn? Das sieht total geil aus. Aber das Bier natürlich vom Schaum her bisschen, sieht es ein bisschen so aus, als würde es da schon etwas länger stehen, ja. Woher er auch immer Bier hat, by the way. Ja. Aber echt sonst grafisch sehr gut. Das Feuer natürlich auch, sieht schön aus. Sonst ist die Welt relativ stumpf. Hier bewegt sich gar nichts, als würde hier kein Lüftchen wehen. Ich meine, gut, das ist das Wiental, ne? Aber ja, wir könnten jetzt, Achso, sprechen wir ihn erstmal auf Gorn an. Ich will Gorn freikaufen, aber Garon verlangt 1000 Goldstücke. Ein schöner Batzen Gold. Ich habe 300 Goldstücke dabei. Die kannst du mitnehmen. Oh. Der Rest liegt an dir. Klingt gut. Ja, jetzt könnten wir mit ihm zusammen noch durch das Minental laufen und versuchen rauszukommen. Also ihn quasi zu der Stelle zu bringen, wo es... Wie soll ich sagen? Ja, wo er denn halt... Wo wir reingekommen sind. Durch diesen geheimen Seiteneingang, durch die Mine ins Minental. Nicht an den Orks vorbei. Das ist aber eine Quest, die ja quasi uns dazu bringt, bis zum Ausgang des Minentals zu rennen. Und das war eigentlich nicht mein Plan. Ich würde jetzt also erstmal die dritte Schürfer-Dingens aufsuchen, das dritte Schürfer-Camp. Das lassen wir mal so stehen, das sieht cool aus. Wir werden also erstmal das dritte Schürfer-Camp aufsuchen und dann nochmal hier zurückkehren und dann nehmen wir Bilgord mit, die Frau für alles, und Diego, den Herrn für alles. So wie ich das jetzt gelesen oder gehört habe, kann man hier oben raufgehen. Bevor wir jetzt hier weitergehen. Das sieht auch schon so ein bisschen danach aus. Aber man kann hier lang laufen und dann auf dem Berg. Ist das der linke oder? Nee, der linke ist ja gar nichts. Hier im rechten Bereich denn wahrscheinlich der. Oder kommt man da nicht hoch? Ich hab immer so ein bisschen Schiss, wenn man hier bei Gothic auch teilweise so Momente hat, dass man hochspringt, gegen den Berg so gegenkloppt und dann nach hinten fliegt und ist man tot. Das wäre nicht so schön. Deswegen lieber vorsichtig. Aber hier irgendwo soll eine Feuerregenschriftrolle sein. Ist die hier? Nee, die ist nicht hier. Wo ist die denn? Ich glaube, ich hätte auch angenommen, dass die auf dem anderen Berg ist. Das ist jetzt irgendwie schwer herauszufiltern. Bevor wir jetzt hier ewig brauchen, natürlich hören wir gleich auf, aber... Kommt hier auch gar nicht rauf. Hier bin ich irgendwie falsch. Ich glaube, auf dem Berg müsste es sein, tatsächlich. Gehen wir noch mal ein bisschen außen rum, versuchen es auf der anderen Seite. Aber eigentlich... Obwohl hier... Oh, das könnte es sein. Alter, was ein Sauwetter, ne? Es müsste so glitschig jetzt auf den Steinen sein. Eigentlich. Oh, was hier auch ist. Man sieht die ganzen Polygone. Die Welt ist aus Polygon. Ach da! Lederbeutel, Extrakte Heilung, schwere Ork-Axt, Feuerregen. Feuerregen ist so wertvoll! Oh Mann, ey! Das sollte man also wissen, wenn man dieses Spiel spielt.
wenn man dieses Surfercamp betreten hat. Hier kann man auf jeden Fall was Sexyes as hell finden. Und zwar diese Feuerregel-Spruchrolle. Hammer. Freut mich, dass wir das noch hingekriegt haben. So, Feuer ist natürlich nicht aus. Man kennt's. Obwohl das Wetter so krass ist, dass hier das Wasser schon am... Also der Regen schon so krass ist, dass das Wasser am Boden runterläuft hier. Pervers. Gutes Feuer. So, das letzte Surfercamp. Das ist da hinten. Ich kann mich tatsächlich gerade gar nicht mehr so recht erinnern, wo das tatsächlich ist. Ich glaube aber, dass das irgendwie näher dran war. Irgendwie bin ich verwirrt. Ich dachte, es wäre irgendwie näher dran gewesen. Ich gehe einfach mal die Route, die ich üblicherweise laufe. Das müsste da irgendwie beim Sumpf sein. Ich markiere euch das nochmal. Und zwar genau da. Da! Da! Dazu müssten wir... entweder hier an den Orks vorbei oder wir teleportieren uns kurz zurück zur Burg. Ich glaube, wir könnten... Ich glaube, wir haben einen Teleport zur Burg-Zauber. Den könnten wir halt auch benutzen. Da ist er. Geil. Ja, das machen wir mal. Das machen wir. Oh, ist das schön. Alles wieder gut. Alle sind uns freundlich gesinnt. Es ist einfach ein Traum. So. Episch, wie er dieses Tor aufmacht. Von hier aus sollten wir es ein bisschen einfacher haben, dahin zu kommen. Wir machen auch das erstmal. Wir werden jetzt also hier gar nicht erst anfangen, 1000 Leute in der Burg anzusprechen, weil wir jetzt irgendwelche Quests schon mal so ein bisschen vorangebracht haben. Das ist natürlich Unsinn. Wir werden erstmal die Hauptaufgabe erledigen. So, wir sind jetzt bei der Burg. Jetzt gehen wir quasi wieder einmal Richtung Wasser. Dann so ein bisschen am Rand lang und dann wieder am Rand lang und irgendwie hoffen wir mal, dass wir denn da durchkommen. Yippie. Genau, sobald eine Ork-Axt zu hören ist, obwohl wir rennen mal gar nicht. Wir rennen einfach mal gar nicht. Oh, da waren Dunkelpilze. Ich habe sie nicht eingesammelt, ich dumme Nuss. Oh, er kommt mit! Shit, er ist sogar richtig weit hinterhergekommen. Die sind so schnell. Waren die schon immer so schnell? Also, es kommt mir echt so vor, als würde die Mod daran viel ändern. Ich glaube, wir müssen jetzt hier unten lang. Sind da Orks? Das sind nur Feldräuber. Boah, es ist so ein Gestrüpp hier. Mein Gott. Wir könnten da uns mal umsehen, aber wenn wir erstmal unten sind, dann kommen wir da auch nicht mehr weg. Das muss man halt natürlich wissen. Vorsichtig. Wie wir Angst hatten zu Beginn noch vor diesen Viechern, ne? Mittlerweile ist das so ein Lachnummer-Scheiß hier. Na, wir wagen uns mal langsam vorwärts. Ork-Schamane. Eieiei. Obelite. Ich meine, wir sind so weit weg, ne? Eigentlich können die uns ja nicht erreichen, wenn wir einfach laufen. Aber bisher verhalten die sich noch ruhig. Die sehen uns scheinbar noch nicht. Scheiße. Absoluter Albtraum. Gleich müssen wir laufen, ne? Oh, scheiße. Da vorne sind sogar Orks. Oh, shit. Jetzt wird's ernst. Oh! Wo geh ich lang? Wo laufe ich hier gerade lang?
Oh Gott, die kommen hinterher, ne? Kommen sie so weit hinterher? Sind die so krass? Mann, lauf doch! Kommen die noch? Es regnet, by the way, nicht mehr. Man merkt das immer so spät erst, ne? Ist ja auch im echten Leben so. Ist das wieder Diegos Versteck? Oh Gott, ich bin genau da, wo ich vorhin war. Scheiße, ich bin so dumm, ey. Aber wir haben immerhin eine Höhle entdeckt. Die hätten wir sonst nicht entdeckt. Hier vorne ist eine kleine Höhle. Die werden wir uns jetzt mal anschauen kurz. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes drin. Huch, Notiz. Eine Notiz? Ist das jetzt etwas, was noch nie jemand entdeckt hat? Kann das sein? Das ist ja spannend. Mir reicht's. Ich habe mich lange genug versteckt. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist die Barriere nun endlich gefallen. Es wird wohl kaum noch jemand nach mir suchen. Ich habe die Schnauze voll noch von dieser Höhle und dem ganzen Tal. Wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Gilbert. Ja, der hat sich hier auf jeden Fall gut verschanzt, ja. Okay, dann gehen wir wieder zu Diego runter. Dann habe ich nie was gesagt und wir machen einfach bei Diego weiter. Sind hier Goblins? Oder wir springen hier irgendwie runter. Wäre auch eine Variante. Hier so. Jetzt haben sie uns natürlich schon entdeckt, ne? Wir dürfen nicht rennen. Der Hund wird uns umhauen, ey. Scheiße. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Können wir die nicht so zu Diego locken einfach? Das wäre halt auch eine Variante, ne? Wo sind die denn jetzt? Also ich meine, einzelne Orks kriegen wir ja tot. Das sind aber drei Stück oder so. Uiuiui. Kommt der eine durch jetzt? Alles klar, jetzt wird's ernst. Diego! Diego! Er hat einfach den einen umgehauen. Aber ich habe Erfahrungspunkte für einen Ork gekriegt. Oh, wir haben die klassische Variante umgesetzt. Wir locken einfach die Gegner in Freunde rein und die töten dann alles für uns. Oh Gott. Ja, wir müssen halt da vorbei, ne? Also das ist jetzt das kritischere Camp. Ich hatte das irgendwie hatte ich das ein bisschen friedlicher in Erinnerung. Da sieht man mal wieder, wie lange ich dieses Spiel nicht gespielt habe. Oh, es ist schon 13:44. Oh Gott, wir haben ja so krass überzogen. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal hier Feierabend machen. Wir werden uns das nächste Camp dann in der nächsten Folge anschauen, ne? Ich werde das jetzt gleich spielen und ihr seht das dann erst in einer Woche. Ja. Naja, vielleicht werde ich das ja nochmal ein bisschen vom Rhythmus ein bisschen anpassen. Mal gucken. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und habt noch einen tollen Tag, mein Gott. Ja, bis dann. Achso, wichtiges Ding habe ich vergessen. Wenn es euch gefallen hat, liken und Abo da lassen. Soweit. Jetzt sind wir aber durch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.